Ja, servus liebe Angelfreunde, willkommen zurück, neue Folge, neues Glück. Heute ein bisschen Angeln und ein bisschen Erklärung. Ja, also ihr habt ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich die letzten 3-4 Filme oder so nicht mehr so richtig Kommentare beantwortet habe, dass sich irgendwas geändert hat. Und dazu werde ich heute mal ein bisschen was sagen. Da können wir sogar schon ein bisschen weiter weggehen. Sweet honey. Oh, guckt euch mal den schönen Vögel an. Cool, oder? So, wir sind natürlich auch, guck mal hier wieder an so einem neuen Gewässer. Alles ziemlich ausgetrocknet. Da sind schon zwei Posenruten drin. An der einen Posenrute beißt es doch schon ziemlich gut sogar, aber bleibt keiner hängen. Ja, das ist, wir haben uns hier in den letzten Tagen ein paar unterschiedliche Gewässer angeguckt. Alle sehr, sehr interessant, aber natürlich so wie, naja, wahrscheinlich fast überall trocknen alle aus. Also, schade ist es immer, muss man sagen, wenn man, oh, da geht die Pose ab, oh, da geht richtig Schnur. Oh, nicht dran, gibt's da ja nicht. Schade ist immer, wenn man durch die ganzen Dörfer fährt und so und diese Dorfteiche sieht, wenn manchmal sich da Google Maps noch nicht so richtig aktualisiert hat und man sieht, wie groß so ein Dorfteich mal war und dass die halt komplett zuwachsen, nicht entkrautet werden und so. Manche sogar im Hand eines Angelvereins. Das ist immer ein bisschen traurig. Aber umso schöner ist es, wenn man dann sowas hier findet, wo immer noch ein bisschen Wasser drin ist und es echt interessant aussieht. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich mehr so die Erklärung hören, ne? Und das haben ja auch schon viele runtergeschrieben oder viele vermutet und so. Und es ist wirklich so, also ich und meine Frau gehen jetzt getrennte Wege und viel mehr will ich zu dieser Situation auch gar nicht sagen. Wie gesagt, meine Frau ist jetzt oder meine Ex-Frau ist jetzt natürlich auch nicht hier und ich möchte auch gar nicht großartig darüber reden. Das macht man dann auch nicht. Nee, entweder man redet zusammen darüber, wenn man das jetzt so in die Öffentlichkeit bringt oder nicht. Ihr habt das mitgekriegt, dass ich eine neue Partnerin habe. Die war jetzt auch in den letzten zwei Videos schon mal kurz zu sehen. Und ich habe euch immer gesagt, dass ich, wenn ich an Wasser fahre, dass ich da die Kamera mitnehme und wer dann dabei ist, sozusagen, den sieht man natürlich auch auf den Videos. Und daran wird sich auch nichts ändern, weil das ist einfach, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß, das ist meine Leidenschaft, das Angeln, das Filmen, das Quatschen, das ist so, wie es ist. Und deswegen, also das ist eigentlich, könnte man da schon einen Haken dran machen an das Statement sozusagen, aber dann haben sich alle Fragen geklärt, wie es weitergeht, ob der Kurze mal wieder zu sehen ist oder so, das wird man sehen. Ja, da geht es ja alleine um das Hobby Angeln, da geht es nicht um das Privatleben, also da geht es ganz normal weiter und so wie es ist, so wie es heutzutage wahrscheinlich in zig anderen Familien genauso passiert und weiß ich nicht. Also man sieht natürlich auch, dass wie die Community darauf reagiert hat, ist schon ziemlich krass. Klar, interessiert halt viele. Viele sind natürlich auch schon wieder dann mit ihren Kommentaren unter der Gürtellinie. Das ist dann halt so, ne? Also das ist auch normal, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen, man weiß, dass dann so eine Kommentare kommen. Einige, die ja eh generell immer gehatet haben, die haben jetzt nochmal so eine Schippe ruffelegt. Die können nochmal so den Finger in die private Wunde legen. Aber das interessiert mich nicht, kann man nicht sagen. Also wenn das irgendeine Person angreifen würde, ob es jetzt gegen Anne, so heißt meine neue Freundin, ob es jetzt gegen Anne gehen sollte oder so, dann wären die Kommentare dann auch natürlich gelöscht, wenn das ins Private geht, was dann einfach nicht geht. Aber eigentlich übernimmt das YouTube ja dann schon von alleine. Ansonsten kann jeder das schreiben, wie schon immer, ob nur mein Futter immer doof war oder die Angeltechniken doof waren und
wenn manch einer denkt, dass die neue Freundin auch doof ist, ne, dann ist das seine Meinung. Ne, obwohl ja die Person, oh, die andere Pose ist weg. Obwohl ihr die anderen Personen ja gar nicht kennt. Also, au, der Fisch war größer. Uiuiui. Ui, ui. Nicht schlecht. Ja, also der war jetzt echt schon beim Anhauen größer. Da ging, oh Gottes Willen, da ging auch kurz die Bremse. Nicht schlecht. Mal gucken, was hier für Überraschungen drin sind in diesem ausgetrockneten Loch. Aber wo war man jetzt denn? Ja, jedenfalls, wie gesagt, da kann ja jeder seine Kommentare weiterschreiben. Wie gesagt, wir sind einer der Kanäle, die sowas überhaupt nicht löschen. Außer, wie gesagt, das geht halt wirklich ins Private gegen eine Person, das ist eine Beleidigung oder sowas. Das, wie gesagt, aber eigentlich löscht das YouTube von alleine, also da braucht man gar nichts machen. Aber manche so eine Kommentare hat man schon, wo sie dann versucht haben, gegen Finny oder so irgendwas zu schreiben. Ja, das wird natürlich dann einfach gelöscht. Alles andere, seht ihr ja, bleibt einfach stehen. Manche das halt unkommentiert. Wie mein Kumpel, muss man ja schon fast sagen. Oh Gott, wie heißt er denn? Michael Tasche oder irgendwie so. Glaube ich jedenfalls, ich kann ja gleich mal in mein Handy gucken und mal ein paar Kommentare quasi. Ah, ein paar Kommentare mal raussuchen. Das werde ich gleich mal machen. So, ich habe mir jetzt mal das Handy rausgeholt hier. Kommentarfunktion. Wenn man so einen eigenen Kanal hat, dann ist es ja immer so, dass man, wenn man auf Kommentare quasi beantworten geht, ich gehe da nicht unter das einzelne Video, sondern ich gehe direkt in Kommentare, weil natürlich auch Leute ja schreiben auf Videos, die manchmal sogar ein Jahr alt sind oder 2 Jahre alt sind, und das werden alles quasi chronologisch untereinander gezeigt, welcher der neue Kommentar ist. Und das kann manchmal auch ein Kommentar sein, der halt auf dem Video ist, was schon ein Jahr alt ist. Oh, da blubbert das richtig gerade schön an der Pose. Und warte mal. Deswegen gucken wir mal. Wie gesagt, ich suche jetzt erstmal natürlich diesen Kommentar raus von meinem, weiß nicht, also der kann mich wirklich, der kann mich wirklich, wirklich nicht leiden. Ich kann bloß nicht mehr antworten, weil wenn ich meistens auf seine Nachrichten antworte und darauf eine Antwort schreibe, dann löscht er seinen Kommentar wieder. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, man antwortet auf die Kommentare nicht mehr. Mal gucken, wenn man das findet. Also hier zum Beispiel ein Kommentar, das ist ein anderer, von Katrin Piel. Die hat zum Beispiel geschrieben, irgendwie geschmacklos Frau und Familie aus dem Intro zu schneiden und mit den 2 Frauen im Vorspann aufzukreuzen. Also das ist ja schon mal so eine Sache, ne? Also ihr wisst ja, also wenn diese Person, die jetzt den Kommentar geschrieben hat, wie ihr sagt, man kann ja sich ein Profil erstellen und einen Namen geben, aber ihr wisst ja gar nicht, was los ist. Und wenn zum Beispiel meine Ex-Frau gesagt hat, sie möchte nicht mehr im Intro sein, weil sie ja nicht mehr dabei ist, dann nehme ich sie da natürlich sofort raus. Also ist so ein Kommentar, ja, weiß ich nicht, was soll ich jetzt darauf antworten, ne? Ja, und dann natürlich mit 2 Frauen einen Vorspann aufzukreuzen. Wie gesagt, ich nehme die Kamera immer mit, wenn ich am Wasser bin. Und diejenigen, die dabei sind, sind dann auch halt auf dem Video, ne? Und wie gesagt, das ist einer von den Kommentaren. Ich werde jetzt auch die letzten Kommentare mal gucken, ob ich noch mal Zeit finde, da ein paar zu beantworten, weil ja viele auch waren die üblichen Fragen, was benutzt du da für einen Cacher und was hast du da für ein System benutzt, wie groß waren die Haken. Also mal gucken, da wühle ich mich natürlich durch die Kommentare und werde die dann irgendwann noch mal beantworten. Aber alle Kommentare natürlich, die sich jetzt auf die alte Beziehung oder halt die Beziehung zu mir und meiner Ex-Frau beziehen, die hoffe ich dann alle mit diesem Video irgendwie beantwortet zu haben. Aber wie gesagt, ich suche diesen bestimmten. Kann natürlich auch sein, dass der natürlich wieder seine Kommentare alle gelöscht hat. Ja, okay, das sieht so aus. Das sieht so wirklich aus. Also wie gesagt, der heißt Michael Tasche, heißt der, glaube ich. Er hat schon wieder seine Kommentare alle gelöscht, schade. Also der schreibt dann immer gerne, dass ich ja so ein Mensch bin. Ich möchte mich ja eh bloß immer im Vordergrund stellen und so weiter.
Jetzt hat er halt versucht, mit den Finger so in die Wunde, in die private Wunde zu legen und da nochmal zu sticheln. Wie gesagt, also so eine Leute, die kriegen von mir eh keine Antwort hier drauf, weil, wie gesagt, der löscht seine Kommentare immer wieder, da macht Antworten eh keinen Sinn. Und bei manchen ist es halt einfach nur Piesacken. Und wie gesagt, also meine Ex-Frau wird in den Videos nicht mehr zu sehen sein. Wie gesagt, wir sind halt getrennt, ja, wir gehen getrennte Wege. Wir verstehen uns ganz normal, wir haben natürlich ja auch Finny, also ein Kind zusammen. Das ist ja ganz normal, dass man sich weiterhin verstehen muss, will. Weiß ich, wie man das immer dazu sagt, das ist halt normal, wie gesagt. Und ich hoffe, dass Finny irgendwann mal wieder dabei ist, dass er auch die Lust am Angeln weiter behält. Das wird man sehen, also das ist jetzt nicht, wie gesagt, das haben wir ja zusammen ja auch, Bäder, da sind wir zusammen der Meinung ja auch, wenn er darauf Lust hat, dann kommt er mit und wenn er darauf keine Lust hat, dann kommt er nicht mit. Also wir werden ihn nicht zu einem Hobby zwingen. Deswegen wird die Zeit zeigen, wie gesagt, also alle können sich dran gewöhnen, dass die Anne jetzt öfter dabei ist. Ja. Ob sie jetzt das Angeln total liebt oder mich einfach nur fertig machen will, wie in dem Film. Ne, den Film habt ihr noch gar nicht gesehen. Egal. Ja, da könnt ihr gespannt sein. Also, wie gesagt, das ist aber so, wie gesagt, die Kette, sowas denkt man nicht, aber ein Leben ist so wie das. Man lebt nur immer, man trifft Entscheidungen und wie gesagt, ich hoffe, dass die Sache an sich jetzt für alle, die natürlich das Video jetzt sehen, alle, die anderen Videos sehen und sich weiterhin wundern, keine Ahnung, dann teilt das Video, sagt den anderen Bescheid, wenn ihr Kommentare seht, die irgendwie nachfragen in den nächsten Videos oder so, sagt einfach Bescheid. Ihr könnt auch gerne antworten, das ist ja ganz einfach. Wie gesagt, das ist jetzt, ist so wie es ist. Wie gesagt, ihr kennt mich, ihr könnt jetzt noch stundenlang darüber erzählen. Ich werde auch nichts, wie gesagt, irgendwie, warum das so gekommen ist oder so. Das muss nicht sein, weil hier geht es allein um das Angeln. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt an dem See einen Fisch rauszaubern können. In der Kürze der Zeit, weil ich bin heute wirklich so eigentlich zum Wasser gefahren, um ein bisschen zu angeln. Ein bisschen euch die Sache zu erzählen. Wie gesagt, heute ist sogar... Gut. Haben sie wahrscheinlich, wenn wie viele sagen, ist doch gut, hast du jetzt alles erklärt. Dann soll es doch genug sein. Dann konzentriere ich mich jetzt auf Angeln. Kolibäen, Posenruten nochmal rin. Bestück die nochmal mit Mais. Werft die nochmal aus. Lange hält man das hier eh nicht aus, mitten in der Sonne. Und dann schauen wir mal, ob wir in dem Film noch einen Fisch präsentieren können. Oder ob es ein reiner... Erklärungsfilm war. So, die Pose läuft wieder. Oh, das gibt's doch ja nicht. Schon wieder nicht. Ja, mal gucken. Da gibt's an den kleinen Haken natürlich auch zwei Maiskörner dran, aber die Fische haben irgendwie ein bisschen Bock. Ich habe jetzt so eine andere Route reingeschmissen, eine Grundroute. Habe ich ganz bisschen Haferflockenpaniermehl gemacht mit einem kleinen Futterkorb. Da ist ohne Maiskorn dran. Ja, und dann schauen wir mal. Und die Posenrute wieder raus. Weiter geht's. So, wir haben den nächsten Biss. Ich habe die Kamera jetzt mal so aufgestellt. Mal gucken, weil die Sonne ja von da kommt. Vielleicht hat es sonst so geblendet. Oh. Und der nimmt richtig Schnur wieder. Also, was das für Fische sind? Keine Ahnung. Also, die Pose ist richtig weg und die Schnur läuft. Das nächste Mal werde ich mal die Kamera direkt jetzt auf die Pose stellen und mal laufen lassen, dass ihr so ein Biss vielleicht mal direkt mal sehen könnt. Das sieht echt krass aus. Seht ihr das? Das sind hier
die schönen Büsse, Pose ist weg. Ja, da läuft sie lang. Also es sieht alles gar nicht schlecht aus. Man sieht auch den Blasenteppich vorher. So, jetzt werde ich mal gucken. Die bleibt unten. Schauen wir mal. Guck mal die Kamera zurück. Also ihr seht, das ist echt interessant. Das sind so echt interessante Büsse. Keine Ahnung von was für den Fischen. Aber so langsam hier, die Sonne, die steigt immer höher. Man ist hier ganz schön am Kochen. Aber jetzt hat er wieder aufgehört zu beißen. Wahrscheinlich hätte ich vorher angehauen, hätte ich ihn vielleicht noch nicht rausgekriegt. Wissen wir nicht. Wir gucken mal nach. Ne. Zack. Die lutschen dann das Mais immer raus. Da waren zwei Maiskörner dran. Jetzt war bloß noch ein so ein ausgelutschtes dran. So, liebe Angelfreunde. Zeit zum Einpacken ist gekommen. Nicht unbedingt, weil es keinen Spaß mehr macht, das Angeln. Beißen tun sie immer wieder mal. Auch coole Bisse. Leider keine Fische. Aber das ist jetzt heiß. Ich habe keine Zeit mehr. Und dann warte jetzt eher ein Erklärvideo oder so in der Art als ein reines Angelvideo. Ich hätte euch gerne noch einen Fisch präsentiert. Hat leider nicht geklappt. Der eine, der kurz dran war, der hat sich, also in meinen Augen gar nicht schlecht, heißt so, keine Ahnung, gute 25 cm oder so vielleicht oder 30 hat er sich angefühlt. Aber wie gesagt, ich hoffe, jeder weiß jetzt Bescheid. Und falls ihr nochmal, also falls ihr die Videos quasi weiter guckt und ihr seht Kommentare, die nochmal auf unten so einer Frage quasi oder so, ihr kennt so eine Fragen, wo es nochmal darum geht, könnt ihr auch beantworten. Ansonsten beantworte ich vielleicht und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Mal gucken, es wird so langsam Zeit für das Nachtangeln. Jetzt wird es am Tage immer heißer, immer heißer. Muss man wahrscheinlich das Angeln in die Morgenstunden oder in den Abend verlegen und dann schauen wir mal. Ich habe auch mal wieder Bock auf ein paar geräucherte Aale. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Und bis dahin, tschüss, ciao und bis bald.